lieben Freunde und herzlich willkommen heute wieder ein Video in alter Frische. Ganz gediegen hier wieder aus dem Zockerzimmer. Wir haben es Dienstagabend um 12:30. Der Hund ist hier neben mir und schläft. Bis eben war noch mein Kollege Jan mit seinem Hund da. Die Hunde haben übelst viel gespielt hier in der Wohnung, sind wieder voll durchgedreht. Dann waren wir noch draußen. Das Wetter ist jetzt nicht so ideal, um mit dem Hund rauszugehen. Beziehungsweise es ist einfach kalt, sagen wir so, es ist einfach kalt. Aber scheiß drauf, lieb mein Hund, ich gehe immer gern mit dem raus. Und ja, Freunde, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Wahrscheinlich hat überhaupt niemand gefragt. Nee, Spaß beiseite. Das Video, was ich euch gleich zeige, beziehungsweise was ich dort erzähle, finde ich ein sehr interessantes Thema. Und ich habe auch richtig Bock, das Video schon aufzunehmen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Einen korrekten Kommentar, einen Negativkommentar, ist scheißegal. Einfach ein Kommentar, den ich gerne lese. So, wisst ihr, wie ich meine? Also ich lese sehr gerne Kommentare. Wichtig ist, dass ihr das Video zu Ende schaut, um auch einen konkreten Kommentar dazulassen, nicht so ein halbfertig. Ja, und bevor das Video aber startet, gibt es nochmal wichtige Informationen, Freunde. Wichtige Informationen. Die erste wichtige Information ist, Freunde, schaut mal hier. In meinem Shop gibt es ab dem 1. Dezember, also ab dem Moment, wo das Video hier eigentlich online ist, zu jeder Bestellung eine Autogrammkarte. Das sind jetzt ungefähr 1000 Stück, da habe ich mir mal die letzten Tage rangesetzt. Finger ist absolut wund, Freunde, gepflegt und dann 1000 Stück ungefähr. Zu jeder Bestellung gibt es eine gediegene Autogrammkarte. Nichts gedrucktes oder so, sondern handsigniert von Monte. Ich zeige euch mal, wie die Dinger aussehen. So sieht das Ganze aus. Irgend so ein Dulli auf dem Bild, hier die Unterschrift. Na Mann, sieht doch stabil aus, oder Freunde? Und die andere kleine Nebeninfo, bevor das Video losgeht, ist doch folgendes. Der ein oder andere Sherlock, die Sherlocks, die das gemerkt haben, können gerne mal einen Daumen nach oben pimmeln. Ich habe jetzt eine eigene Cap, Freunde der Gepflegeunterhaltung. Und nicht irgend so eine 0815 Scheiß-Cap, wisst ihr, wie ich meine? Sondern hier, schaut mal hier, oh, mit dem Get on my Level-Logo sogar noch. Klassisch, ne, hier klassisch und hier mit dem neuen Logo. Was ich persönlich wirklich, Freunde, also es gibt nicht vieles, worauf ich stolz bin, aber das, oder allgemein mein Shop, da bin ich sehr stolz auf. Es sind auch super korrekte Kommentare zu dem neuen Shop. Ich lese nur gutes Feedback und das freut mich, Freunde. Ich glaube, von dem sind 1000 Stück am Start und von der hier 500. Auch hierzu gibt es natürlich eine Autogrammkarte. Das ist keine 0815 Cap, Freunde, wie ihr wisst. Ich habe hier in diesem Regal, was viele von euch kennen oder fast jeder, über 100 Caps. Und dann nehme ich nicht irgendeine 0815 Cap rein, sondern diese Cap hier so hinzubekommen, hat jetzt nicht im Detail 2 Jahre gedauert, aber überhaupt den Hersteller zu finden etc. hat lange gedauert. Und ich würde mich freuen, falls ihr noch ein korrektes Weihnachtsgeschenk braucht, dass ihr eventuell mal bei mir im Shop vorbeischaut. Vorbeischauen kostet nichts, wisst ihr, wie ich meine. Und wenn ihr dann was findet, würde ich mich drüber freuen. Und ich würde sagen, Video ab dafür. Guck mal, Kylo, hast du dich erstmal schon ins Bett gelegt, Digga? Papi muss noch ein Video aufnehmen, ich komm gleich ins Bettchen erst. Ja, och, Digga, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Kleine Streichelein halt. Ja, joi. So, Freunde, das Video startet auch genau jetzt. Und wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen konntet, geht es heute um die 120.000 Euro Investition. 120.000 Euro sind eine Stange Geld. Also nicht nur ein bisschen, sondern 120.000 Euro ist verdammt viel Geld. Und um es vorwegzunehmen, diese 120.000 Euro habe ich nicht selber investiert, beziehungsweise nur ein Teil davon, nämlich 50%, 50-50, 60.000 ich, 60.000 mein Geschäftspartner. Und wir reden nicht von brutto, sondern vom versteuerten Geld. So, nur mal um es vorwegzunehmen. Dieses Video mache ich, weil ich das Bedürfnis habe, euch mal auch eine andere Seite zu zeigen. Viele von euch bekommen das gar nicht so mit, was hinter den Kulissen passiert, sei es jetzt bei mir als Person auf YouTube, sei es bei Geschäftsleuten, bla bla bla. Und zwar geht es darum, dass wir dieses Geld, wie der ein oder andere von euch vielleicht schon sich jetzt erahnen konnte, in meinen Shop investiert haben. Und ihr versteht richtig, ja, in meinen eigenen Shop haben wir so viel Geld reingesteckt. Und wie sich das alles zusammensetzt und warum ich euch das jetzt erzähle, da kommen wir jetzt zu. Ich war zum Teil zum Beispiel ein wenig angepisst, da Leute bei mir im Livestream oder auch Kommentare unter meinem Video auf dem Zweitkanal, mein Traumwert war, da habe ich auch schon ein bisschen was vom Shop erzählt, so Kommentare reingeschrieben haben, wie, boah, das machst du ja nur, um Geld zu verdienen, oh, jetzt hast du ja eine richtige Goldgrube, kaufst du dir bald einen Lamborghini. Aber was... Wo ich dann so ein bisschen angepisst war, war, dass ich dann mir so gedacht habe, ey, du hast ja einfach gar keinen Plan. So, ich habe diesen Shop gestartet mit meinem Geschäftspartner zusammen und wir hatten dann schon, bevor überhaupt dieser Shop gestartet ist, schon 120.000 Euro Kosten drin. Diese Kosten setzen sich zusammen, beispielsweise die Produkte, die wir jetzt verkaufen, wie zum Beispiel dies hier oder die Caps. Da gehen wir in Vorkasse, also wir lassen sie produzieren und bezahlen sie im Voraus, als Beispiel. Dann eine Website einrichten, designen zu lassen,
die ganzen einzelnen Zahlungsmöglichkeiten, dies, das, mit Versandhäusern. Das kostet nicht nur super viel Zeit und Nerven, sondern es kostet alles Geld im Leben, Freunde. Alles, was ihr machen wollt, kostet Geld. Unter anderem sind auch schon mehrere Euros da drin investiert, und wir reden nicht über ein paar Euro, sondern mehrere tausende Euro in neue Produkte. Das heißt, wenn die irgendwann mal ausverkauft sind, kommen direkt wieder neue, oder vielleicht kommen jetzt auch schon bald wieder neue Produkte. Ja, die Leute sehen das jetzt nicht als selbstverständlich, es ist vielleicht das falsche Wort, aber viele Leute denken, man schnippst mit dem Finger und es passiert einfach so. Viele Leute denken, wenn jemand auf der Straße ein Lamborghini fährt, den hat er vom Papa, oder wisst ihr, wie ich meine? Aber dass man zum Teil für das, oder dass zum größten Teil Leute für das, was sie haben, vorher viel investiert haben und viel riskiert haben, das verstehen die meisten Leute nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland ein Neidstaat ist, aber viele Leute gönnen einem einfach nichts. Und ich sage immer, mein Motto ist, geh steht für gönn. Wenn es bei dir läuft, Digga, du hast ein Lamborghini, hast eine Villa, Digga, dann gönne ich dir das, egal wie es passiert ist. Ob du das vom Papa hast, ob du es erarbeitest, ist doch scheißegal. Geh steht für gönn, geben und nehmen, wisst ihr, wie ich meine? Und um nochmal jetzt auf die Grundaussage zurückzukommen, die ich ja eben schon getätigt habe, war, dass Leute einfach denken, dass ich diesen Shop eröffnet habe, weil ich jetzt richtig das dicke Money machen möchte, wisst ihr? Das stimmt aber gar nicht, denn ich habe diesen Schritt gewagt, dieses Geld auch zu investieren, weil ich einfach super unzufrieden mit den Shops war, oder mit einem speziellen Shop, wo ich vorher war. Und ihr müsst euch das so vorstellen, jetzt du beispielsweise bestellst dir jetzt was aus meinem neuen Shop, weil du findest die Cap geil oder den Pullover. So, du bestellst dir das, du gibst Geld für mich aus, was ich korrekt finde, was Support ist, was ich richtig korrekt finde. So, du gibst Geld für mich aus, freust dich auf dein Weihnachtsgeschenk und das Ding kommt einfach nicht. Versuchst jemanden zu erreichen, schreibst mich an, ich sehe es nicht, weil ich sehr viele Nachrichten bekomme, und du fühlst dich von mir verarscht. Vielleicht sehe ich deine Nachricht, leite das weiter an denjenigen, der für meinen ehemaligen Shop zuständig war, und er sagt zu mir, er kümmert sich rum, aber er kümmert sich nicht drum. Und du bekommst dein Shirt einfach nicht, Digga. Und du bist mega angepisst, schreibst dir eine Nachricht, Digga, Monte, wie konntest du nur? Und sowas ist mir alles viel zu viel passiert, Digga. Viel zu viel, das ist so Kopfgeficke gewesen, unnötiges Kopfgeficke. Und ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf. Wenn du dir jetzt etwas von mir bestellst, dann will ich auch mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, das kommt an, es gibt guten Support. Und deswegen habe ich einfach den Schritt auch gewagt zu sagen, ey, nee, Mann, ich habe keinen Bock mehr auf so andere Shops, ich mache mein Ding jetzt selber. Da wusste ich aber noch gar nicht, wie viel Verantwortung, wie viel Geld, wie viel Zeit das alles kostet. Scheißegal, ich habe es durchgezogen mit meinem Geschäftspartner und es läuft. Die Kommentare habe ich ja eben und vorhin schon gesagt, am Anfang, es läuft heftig. Von den Kommentaren her alleine schon. Das Feedback, es ist alles so krass. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich kann euch nur eins sagen, dieser Shop dient nicht dazu, dass ich mir die Taschen richtig voll mache. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, 120.000 Euro erstmal wieder reinzubekommen und dann bist du auf Null. Auf Null. Und von diesen 120.000 Euro, die reinkommen, kaufst du dir nichts. Du gehst damit irgendwie nicht ins Autohaus, kaufst dir ein Auto. Sondern wisst ihr, was man mit diesem Geld macht? Man reinvestiert es in neue Produkte. Also denkt nicht immer, dass jeder irgendwie der geldgeilste Vollspast ist. Es gibt genug andere YouTube-Kollegen, die auch eigene Shops oder eigene Produkte entwickeln. Die erzählen euch vielleicht nicht, wie viel das kostet. Aber glaubt es mir, viele investieren viel Geld, um coole Sachen zu machen. Das ist einfach meine Meinung. Nicht jeder stimmt mir da eventuell zu, aber so sehe ich das. Und natürlich gibt es auch einen Haufen geldgeiler Spasten da draußen. Und in dem Fall steht nicht geh für gönn, sondern wie sie es machen, finde ich zum Teil auch echt widerlich. Der wird auf jeden Fall auch noch in den nächsten Wochen ein Video hier auf diesem Kanal kommen, wo ich mal richtig, ohne denjenigen in den Titel zu schreiben oder diejenigen, aber wo ich mal richtig klar Schiff mache mit YouTube-Kollegen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Na, ich weiß nicht, ob das Video euch gefällt oder nicht. Heute, ihr merkt schon, ich rede ganz anders, bin sehr nachdenklich. Keine Ahnung, Mann. Mir hat's aber gefallen eigentlich. Das war richtig Real Talk aus dem Herzen. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, lasst mir einen korrekten Kommentar da. Ich freue mich auf die Kommentare. Vielleicht auch einen Supporter-Daumen. Und in dem Sinne sage ich einfach Wiederschauen und rein.